coole Location reger Andrang. Der Deutschlandabend Mitte Januar in Wien im Studio 67 erfreute sich großen Interesses. Ein hochkarätiges Presse- und Branchen-Get-Together am Vorabend des Beginns der Wiener Ferienmesse. Eine perfekte Plattform abseits des Messetrubels zum Informationsaustausch und Kontakte knüpfen. Okay, also was möchte ich ganz kurz sagen? Im Mittelpunkt des Abends stand Dresden. Die Elbmetropole wurde ansprechend und informativ von Katrin Franke präsentiert. Und ganz zum Schluss, ganz große Oper heißt, lassen Sie sich mal überraschen, was ich Ihnen aus Dresden noch mitgebracht habe, was fürs Ohr und was fürs Auge. Aber dazu vielleicht später. Katrin Franke, Dresden gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Deutschland. Warum ist das so? Dresden hat einen sehr guten Ruf als Kunst- und Kulturstadt. Wir haben eine über 800-jährige Geschichte und Dresden hat auch bei den meisten eine positive Emotionen, wenn man über Dresden spricht. Also es ist die Barockperle an der Elbe, wir haben da italienisches Flair an der Elbe und können mit Fug und Recht behaupten, dass wir eine Kunst- und Kulturszene haben, die einfach sehr viele Menschen nach Dresden lockt. Zum Beispiel die Semperoper, zum Beispiel das Grüne Gewölbe. Aber ganz wichtig seit wenigen Jahren die Frauenkirche Dresden. Das ist das Highlight für die Dresden-Besucher. Für uns als Städtereiseveranstalter ist Deutschland hundertprozentig eines der wichtigsten Reisedestinationen. Allein wenn man die schönen Städte sich überlegt, die es in Deutschland gibt. Berlin, München, Hamburg, Köln. Also mir fehlen Dresden natürlich, wie wir heute gehört haben. Mir fehlen eigentlich die Zeit, das alles aufzuzählen, um die Schönheit von Deutschland und vor allem seiner Städte in Worte zu fassen. Deutschland zählt ja zu den beliebtesten Reiseländern in Österreich. Was sagt denn Ihre Erfahrung als Veranstalter, warum das so ist? Es ist in erster Linie die kulturelle Vielfalt, die Landschaftsvielfalt, das Angebot an Oper, Musik, einfach das breite Angebot vom Nordseestrand bis zum Alpenland. Jetzt promotet man ja sehr stark das junge Reiseland Deutschland. Gibt es für die Jungen dort was? Naja, natürlich die ganzen Städte, ist klar. Also Berlin, ich bin ja auch nicht mehr so ganz jung, aber ich denke, Berlin und die Städte sind absolute Trenddestinationen. Also gerade Berlin ist an jeder Ecke Party. Ich werde nie vergessen, ich war da im Bezirk Mitte, eines der trendigsten Bezirke, ja. Und da wurde ich von jemandem eingeladen, gekommen, Mensch, da ist eine Vernissage. Und dann frage ich den, na und welcher Künstlerstadt, das weiß ich nicht, aber das Bier ist so lecker. Also und sowas erlebt man in Berlin an jeder Ecke. Das sehen wir auch bei uns, also vom Publikum her, dass gerade in die großen Städte sehr viele junge Leute hinfahren, weil dort einfach entsprechendes Angebot gefunden wird. Erfrischend jung und hochkarätig besetzt auch die künstlerischen Einlagen. Die berühmte Semperoper zu Gast in Wien. Deutschland gehört ja bei den Österreichern zu den beliebtesten Reiseländern, steht, glaube ich, an zweiter Stelle. Richtig. Worauf führt man denn das zurück? Ja, ich könnte Ihnen stundenlang die Gründe dann aufzählen. Wir sagen, dass das Reiseland Deutschland deshalb so in Österreich beliebt ist, weil Deutschland ein sehr reiches Kulturangebot aufweisen kann und ein sehr facettenreiches Kulturangebot. Die Österreicher lieben Kultur, die Österreicher lieben Musik und das finden sie alles in Deutschland. Dementsprechend passend gewählt auch das musikalische Repertoire. Wie wichtig ist denn so ein Abend wie heute, wo sich die Branche trifft?
Das finde ich sehr wichtig. Ja. Die Ferienmesse, denke ich, eine der tollsten Messen in Europa. In Österreich, also alle Auslandsvertretungen, alle Länder, die in Österreich agieren, müssen einfach auf der Ferienmesse sein. Und für uns war bisher die Ferienmesse immer sehr erfolgreich gewesen. Das zeigt auch, dass wir auch heuer, also dieses Jahr, 36 deutsche Partner auf unserem Deutschlandstand haben, auf fast 250 Quadratmeter. An den vier Messetagen konnte man einmal mehr sehen, welch hohen Stellenwert Deutschland als Reiseland bei den Österreichern besitzt. Deutschland präsentierte sich in seiner ganzen Vielfalt. Die fokussierten Themen für 2013 sind unter anderem das Brüder Grimm-Jubiläum und der 200. Geburtstag von Richard Wagner. Und das Themenjahr 2013 rückt Deutschland besonders in den Blickpunkt als junges Reiseland Deutschland. Eine erfolgreiche Ferienmesse 2013 ging zu Ende. Wir dürfen gespannt sein auf 2014.